1.9 und der beinhaltet eine Reduktion der CO2-Emissionen im Jahrzehnt, beginnend von 2020. Wir haben jetzt 2024, wir haben nichts gemacht, wir haben überhaupt den Weg eingeschritten, hier. Und dann ab 2050 eben CO2 aus der Luft ziehen. Dieser Pfad ist der einzige Pfad, der irgendwie eine reale Chance hat. Hat 63% 2020, wenn wir angefangen hätten, was wir denn haben. So, wenn das gemacht wird, wenn Scholz tatsächlich sagt, hey, wir müssen das CO2 jedes Jahr so krass einsparen, wie damals 2020 in der Corona-Krise, als die Weltwirtschaft radikal runtergefahren wurde, in dem Ausmaß müssen wir jedes Jahr CO2-Ausstoß senken, mit der Zielsetzung 2050 auf Null zu sein und dann CO2 aus der Luft zu holen. So, das ist Fakt. Das muss mal ausgesprochen werden. Wer das macht? Wunderbar. Bin ich gut. Danke. Und wie alt bist du und warst du davor bei der letzten Generation? Oder? Ja, ich bin 49, Ingenieur des technischen Umweltschutzes und ich war lange Zeit bei der letzten Generation aktiv. Die letzte Generation will den Hungerstreik zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen. Es gibt verschiedene strategische Überlegungen. Ich bin halt davon überzeugt, dass wir jetzt nicht radikal umsteuern. Dass es einfach zu spät ist. Wir müssen diesen El Nino nutzen, wo halt einfach schon mal gezeigt wird, so ist eine Welt mit 1,5 Grad. Brasilien, riesengrasse Überflutungen, also wirklich riesengrasse Überflutungen. Eigentlich überall in Äquatorialnähe zeigt der El Nino, wie das aussieht. Wir haben jetzt dieses Jahr seit Jahresbeginn ein Jahresmittel von 2,03 Grad über dem 1860er Niveau. Und das ganze letzte Jahr insgesamt hat man 1,5 Grad. Wenn wir jetzt nicht einfach diese Aufmerksamkeit nutzen, diesen Blick in die Zukunft, die dieser El Nino bietet, dann ist die letzte Chance verpasst, dass wir als Menschheit nochmal zur Vernunft kommen. Weil 2025 wird kälter werden als 2023. Wir haben als 2022, aber der El Nino ist einfach rum bei 2025. Dann kommt wieder die Entspannung, ja, ja, ist alles gut, aber es ist nichts gut. Der darauf folgende El Nino wird dann einfach so sein, dass die Selbsterhitzung des Planeten rum ist. Das ist dann nicht mehr aufhaltbar. Wenn halt einfach mal die dummsten Steine gekippt sind, dann kippen die immer weiter, immer weiter, immer weiter. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, die Menschheit wird das schon irgendwie überleben, nur die menschliche Zivilisation wird zugrunde gehen. Das Einzige, was uns Menschen davon abhält, die Atomwaffen einzusetzen, wir haben genug Atomwaffen, um diesen Planeten 36 Mal alles Leben auszulöschen, ist die menschliche Zivilisation. Und in einer relativ zivilisierten Welt, wie wir heute haben, haben wir schon so Idioten wie den Trump, der bei der Amtseinführung sagt, naja, wenn ich doch die Atomwaffe habe, warum darf ich sie nicht einsetzen? So, ich meine, wenn die Welt erst so richtig anfängt, den Bürgerkrieg zu versinken, dann ist es mit der Zivilisation nicht mehr weit her. Und wenn die Zivilisation weg ist, scheiße. Also vielleicht noch 90 Jahre gebe ich der Menschheit, wenn wir einfach das verpassen, die Dominosteine, diese Kipppunkte nochmal aufzuhalten. Aber irgendwann ist es halt einfach scheiße. Ganz zu spät. Noch eine Frage zur Blockade. Heute war niemand angeklebt. Heute war niemand angeklebt.